Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, wir haben ja in der letzten Folge hier die Auffahrt fertig gemacht, die neue, und gerade buddeln wir daneben noch wie Wilde im Boden umher, denn wir müssen schauen, dass wir das hier alles irgendwie verarbeitet kriegen. Lustigerweise, Sie sehen es da vorne aktuell nicht als Verkipppunkt an. Warum auch immer. Da vorne ist rein theoretisch ein Verkipppunkt. Den könnt ihr bitte noch verwenden. Schauen wir mal, wo sie hinfahren, weil die werden ja auch gleich losfahren alle. Na, stell drei von den vier fahren nach oben. Okay, ist das gut. Und dann können wir den Weg hier nämlich auch beenden und dann können sie offiziell anfangen, ihre neue Arbeitsfläche hier vorne vorzubereiten. Immerhin dann das Hauptarbeitsgebiet. Die Kollegen sind hier auch fleißig am Arbeiten und am Wald abreißen, denn die Mine kommt auch hierher. Als erstes haben wir hier einen schönen schmalen Grat vorbereitet, den wir ausreißen, abbauen werden. Anbauen. Das wird relativ flott gehen, denke ich. Und dann wird die restlichen Bäume der Seite hier entfernt und abtransportiert. Ab dem Moment brauchen wir wahrscheinlich auch nicht mehr diese Ebene. Und danach sollen sie dann anfangen, die Seite abzubauen und dann die hier. Damit wir halt da keine einzige Ressource verschwenden, wie ihr es mir schon vorgeworfen habt, dass ich die ganzen Ressourcen verschwenden werde. Aber nein, wir werden das hier sinnvoll bearbeiten. Wie geht es unserer schönen Kohlemine? Ja, die kommt auch langsam und sicher zum Ende. Deswegen müssen wir schauen, dass wir die Überfahrt zur neuen Mine garantieren können dann in Zukunft. Hier muss ich jetzt mal schauen, dass ich noch Stück für Stück Sachen abbauen kann. So. Die Ecke kann dann auch noch weg. Weil dann ist diese Mine rein theoretisch auch schon fast durch. Dann müssen wir überlegen, ob wir die weiter vertiefen anfangen. Sozusagen hier eine Kante ziehen in Zukunft und sagen, das hier wird der tiefe Aushub werden, der wird immer tiefer gegraben. Wir schauen, wo das Limit ist. Was vielleicht gar nicht schlecht ist. Wir müssen halt dann irgendwann anfangen, das Holz umzuziehen. Es gibt natürlich einige interessante Kandidaten. Hier ist jetzt zum Beispiel noch eine Wasserpumpe, aber wir haben hier halt zum Beispiel noch riesen Kupfervorkommen. Also wirklich viele freie Flächen gibt es grundsätzlich nicht. Und die Sache ist eher, dass wahrscheinlich dann das hier oben geeignet ist für den Holzanbau oder hier eine Ecke. Dass wir sagen, hier kommt in Zukunft die neue Holzverarbeitung hin, die sich dann darum kümmert, was wie passiert. Aber das müssen wir uns so anschauen. Wir haben jetzt den elektrischen Heizkessel bekommen, der uns natürlich für bestimmte Sachen das Leben erleichtern könnte. Wie ich zum Beispiel beim Überlegen bin hier. Aber es kostet halt trotzdem 8 Megawatt, nur Wasser anzuheizen. Das müsst ihr euch überlegen. Aber natürlich auch der Vorteil, wir müssen nicht dauernd überall Kohle lagern. Auch wenn es aktuell für uns noch kein Problem ist. Ich glaube, das ist dann eher so eine Sache, die Sinn ergibt, wenn du einen Nuklearreaktor zum Beispiel betreiben willst. Oder weil du keine Kohle oder sowas irgendwann hast. Und dann einfach sozusagen das Ganze nicht verwenden kannst, sondern die Kohle, ja, eine rare Ressource geworden ist am Ende, ne? Und das könnte natürlich dann mehr Sinn ergeben. Also ich glaube, aktuell könnte es eher noch unsinnig, das zu machen. Einfach weil das Verhältnis nicht in der Relation steht, wo es Sinn machen würde. Gut, wie weit schaut es denn hier oben aus? Ich glaube, die verkippen hier schon ganz brav alles. Ja, schaut gut aus. Dann können wir ja euch offiziell jetzt die neue Baustelle geben, ne? Dann geben wir euch die neue Baustelle. Wollt ihr nicht rüberfahren, Leute? Hä, wieso? Ich hab doch alles auf 3 verbreitert. 3 breit? Oder ist es die Kante hier? Wollt ihr, dass ich das dann noch verbreitere? Das ist überall 3 breit, 3 breit, 3 breit. Dazwischen ist nichts, ja, dann müsst ihr halt hier noch weiter graben.
Warte. Wie, jetzt geht's. Jetzt auf einmal funktioniert's. Hä? Gut, Elefanten, dann fahrt los. Dann fahrt los, ihr kleinen Elefantos. Ich bin jetzt irgendwie dezent verwirrt. Warum fahren die jetzt auf einmal davor nicht? Und hä? Komische Scheiße. Ganz, ganz komisch. Aber jetzt sind unsere Elefanten endlich auf dem Weg. Über die neu geerdete Straße hier. Schaut irgendwie sehr imposant aus, wenn man sich das so anschaut. Warte mal, von Foto ein schickes, oder? Das ist doch ein Thumbnail-Bild. Das ist doch ein Thumbnail-Bild, ich sag's euch. Das schaut schick aus. Gut, dann lassen wir sie weiterfahren. Die sind schon wieder unterwegs, die Kollegen. Aber jetzt müssten wir hier um. Schlimm wäre, wenn es nach Gewicht gehen würde. Und du sozusagen, wenn du nur mit leichten Fahrzeugen drüber fährst und es nicht so oft befahren hast, dass es sozusagen verdichtet wird, dass das bei schweren Fahrzeugen noch einsinken könnte. Das wäre böse, aber ich glaube, das würde auch vielen Spielspaß nehmen. Das könnte böse enden, nicht nur von der einen Seite, sondern von auch der anderen Seite aus. Gut, die Kollegen fahren ja noch nicht, weil sie noch keinen Holzplatz haben. Oder gleich sollten sie wieder losdüsen. Aber wir haben hier schon eine schöne Schneise rein gearbeitet. Die ziehen jetzt hier dann so Stück für Stück wahrscheinlich durch. Und dann sollten wir Baum für Baum entfernt kriegen. So Leute, wo sind denn die Elefantenkollegen? Wo ist der kleine Bruder? Wo ist Big Boys Bruder? Die müssen jetzt auch dann hier ankommen. Immerhin muss jetzt dann der Weg abgegraben werden. Oder wo wollen die jetzt hin? Nee. Was, wie, wo? Was genau ist der Plan? Jetzt müssten die noch unterwegs sein, oder? Ja, jetzt kommt die Kolonne. Ich muss die wahrscheinlich umziehen. Das ist schlauer. Vor allem, wenn ich wirklich sage, das ist dauerhaft da hinten jetzt das Ziel. Dann wird es in Zukunft nur Energie kosten. Also ich muss auch sagen, das, was ich jetzt hier mache mit den großen Baggern, ist gleich nicht die effektivste Aktion. Bagger hier rumfahren zu lassen, um ein paar kleine Hügel erstmal zu begradigen. Also sie sollen sich erstmal um ihre Mine kümmern. Minenfläche begradigen. Genau deswegen, weil wir hier hinten brauchen wir eine Mine. Eine Tankstelle, ganz, ganz dringend. Ich weiß zwar, dass ein kleiner Tankkollege gleich unterwegs ist. Aber der wird nicht effektiv für uns fahren können wahrscheinlich, oder? Wir brauchen da hinten ganz, ganz dringend eine Tankstelle. Wollen wir die gleich auch relativ schnell Tank verbrauchen. Also wenn es um die geht, die fressen dir Tank wie blöd. Schaut, dass ihr mal eine bisschen Fläche frei kriegt, damit wir gleich mal die Tankstelle platzieren können. Das wäre eine super Aktion von euch. Ja, schaut, dass es freikommt. Dann setzen wir hier eine Tankstelle gleich mal hin. So. Ja, der Bagger hat keinen Kraftstoff mehr. Ja, der wird nachgetankt hier schon. Und der Große hat halt auch keinen Kraftstoff mehr. Das ist ungut. Wie schaut es mit der Fläche aus? Super, die ist frei schon. Bedeutet, ah, jetzt ist da schon der erste, der Lader nachgekommen. Aber wir werden trotzdem jetzt hier Flüssigkeitszeug, so groß überhaupt nicht. Jetzt, ich glaube eher, dass wir hier so kleine aufstellen sollten. Und davor dann eine Tankstelle 2. Hiermit verbunden ist. Ich glaube, das reicht vollkommen aus. Hier sage ich jetzt, du brauchst Diesel bis mindestens zur Hälfte voll.
Ah, hier kann ich schon großen reinbringen. Oh, dann brauche ich einen großen Tanklaster, weil für die großen sollte der gleich dann doch praktisch sein, ne? Schnell liefern, dann wird der da unten gebraucht. Dann gehen wir schon mal ins Begrading und die Kollegen fahren nicht nach da hinten zum Kippen. Nicht ernsthaft? Das ist aber nicht schön zu sehen, meine Freunde. Dass ihr das nicht macht, so wie ich es mir hoffe. Die Straßen sind sogar extra für euch drei breit. Oben. Nach da oben. Oh, come on. So, die Tankstelle wird langsam befüllt. Das ist schon mal gut. Größeres Rohr hier, wie es ausschaut. Ja, Stück für Stück wird die Fläche freigeräumt. Ist der noch nicht fertig? Wo bleibt denn unser großer Tankbruder? Hier kommt der XL-Tanker. Wie viel kann der halten? 180. Der kriegt jetzt von mir hier den großen rein. Weil dann suchen wir ein paar größere Tanklaster bauen, die dann Benzin und Wasser verfahren sollen. Und sich darauf spezialisieren und dann sollte das auch ganz gut passen alles. Ich verstehe noch nicht, warum sie da nicht hochfahren. Ich mache die auch meinetwegen noch eins bereiter. Also sie wollen irgendwie das da hinten verkippen. Aus irgendeinem absurden... Also verkippen sie gerade hier noch. Und ich sehe das bloß ganz falsch. Der Minentank kriegt von hier mal eine höhere Prio. Dann sollte das ein bisschen flotter voll werden. Das hier wird jetzt auch begradigt. Und dann sollten wir das langsam haben. So, ja. Jetzt verkippen sie hier, das ist schon mal gut. Die verkippten Strecken hier. Jetzt ist es halt gerade noch ein bisschen so Erde sammeln. Aber wenn wir da durch sind, dann ist wenigstens der Weg sauber gemacht. Und dann sollte das schon schick auch sein. Das sollte dann schon ordentlich ausschauen am Ende, ne? Komm, sammelt das Ganze ab, Leute. Die ganzen feinen Reste hier weg. Alles, was irgendwie an Unebenheiten. Das ist ungut, oder? Was ist, wenn ich dich hier abziehe, dich hier anziehe und sag Importroute von da hinten? Dann müsstest du uns doch jetzt importieren anfangen, oder? Warum nicht? Kommst du nicht bis da hinten oder was? Warum? Ich glaube, jetzt haben wir mittlerweile ein Treibstoffproblem. Ich glaube, jetzt sind wir offiziell so weit, dass unser Treibstoff langsam leer geht.
Nächstes Mal müssen wir uns auf jeden Fall darum kümmern. Dass wir... eine effektivere Energieproduktion oder Treibstoffproduktion anlegen. Aber wie es ausschaut, verschwinden unsere Treibstoffressourcen jetzt wie blöd. Auf jeden Fall erscheint es mir aktuell so. Und wenn das wirklich so der Fall sein sollte, bedeutet das, dass diese Energieverarbeitung eventuell nicht mehr der neueste Stand der Dinge ist und wir können auch eh schon wieder gleich ein paar Sachen anpassen und wieder aus anderen Sachen Benzin erschaffen, wie aus Rohbenzin. Und dann sollten wir ein neues Modul wieder erschaffen, was effektiver einfach für uns ist. Denn aktuell steht es zwar noch, aber ich vermute mal, dass wir bald hiermit auch nicht mehr oh, das war nicht geplant, aber wahrscheinlich wenn ich den entferne und sag nimm den hier. Jetzt muss er erst wieder zurückfahren, oder? Damit er überhaupt die Mission annehmen kann. Oha. Wir brauchen Treibstoff hier hinten, Jungs. Ich weiß zwei der Kleinen zu, damit sie die Mine im Betrieb halten können. Fahren die jetzt hoch? Ja, scheint so, ne? Warum will das jetzt schwer? Ich kann es doch einfach hier verkippen. Ist das so schwer? Und ihr könntet auch mal neben der Straße parken, als mitten auf der Baustelle. Ich wollte so Parkplätze für Fahrzeuge, die nicht wissen, was sie tun sollen. Hier kippen wir natürlich eine der größten Missionen gerade zusammen, die es gibt. Wäre es nicht schlauer? Mal kurz. Wenn wir hier hingehen und uns nach unten rotieren anfangen, um in die Kohlemine reinzuarbeiten später. Wenn wir auf sowas runtergehen und dann hier vorne uns hin kippen anfangen, bohren wir uns jetzt quasi direkt rein. Und wir brauchen weniger Stein dafür, was ja eigentlich jetzt wurscht ist, weil wir jetzt eh massiv anfangen abzubauen. Vakuumentsalzung auch noch. Ist natürlich schon nicht schlecht. Mehr Wasser mit dampflosem Druck zu entsalzen. Kriegt man zwar nicht so viel schön raus, aber mei, funktioniert schon. Ich muss da jetzt nochmal bei so einer Ding mal reinschauen. Entsalzungsanlage. Okay, der Dampf geht danach komplett weg. Okay. Kann ich mit Sohle noch irgendwas machen? Sohle. Ah, ja, so kriege ich Sohle, das weiß ich, aber was kann ich mit Sohle sonst noch so machen? Kann giftigen Schlamm und ich kann es in Chlor umwandeln. Das ist natürlich auch eine Variante. Die Kollegen wandern sich hier weiter durch, das ist super. Supremo, supremo, würde ich mal hier sagen, ne? Ihr seid schon wieder durch, Alter, ihr seid ja echt schnlott auch wieder. An der Kante. Wisst ihr was?
dann baut ihr jetzt offiziell eure erste Mine hier. Greift euch in den Kalk rein. Aber wie es ausschaut, brauchen wir immer noch sehr, sehr viel mit Sand. Ist mittlerweile, wie es ausschaut, sehr, sehr gut dabei. Und wir verkippen auch noch sehr, sehr schön. Was natürlich wunderschön ist, wenn wir noch weiter verkippen können nach einer Zeit. Dann heißt es, wir sind immer noch auf dem richtigen Weg. Super, super, super. Hier graben wir uns weiter schön. Wie tief habe ich denn eigentlich aktuell gesagt, dürfen sie sich graben? Ja, die Stelle haben sie fast schon durch. Ich glaube, hier ist aktuell sogar der limitierende Faktor die fehlenden Transporter. Auch nicht schlecht. Wo ist denn der große? Da ist mein großer Tanker und der liefert wieder 180 Treibstoff. Also einen halben Tank voll liefert der. Ja. Die befüllen schön die LKWs immer, das ist natürlich super. Aber jeder von denen frisst es auch. Oh Gott, sind die teuer. Gottes Willen, sind die teuer. Kann es hier nicht erreichen, was? Komm, ihr müsst doch nur euch einen Millimeter vorbewegen. Danach ist alles wieder gut, weil dann merkt ihr, ihr könnt es doch hier abkippen. Ich hatte mit dem Kippverhalten aus, der 1 gerade noch nach vorne und dann gehen wir runter. Ja, das wird schon. Das wird schon. Meine Hoffnung ist ja, wenn die Kohlemine hier wirklich leer ist, dass diese Reserven so lange reichen, bis die neue Anlage hochfährt. Wir haben, Alter, wenn ich überlege, dass das alles mal dicht war, ne? Das war alles mal, ja, Berg. Und jetzt ist alles ein Loch. Genauso hier, die Kollegen müssen jetzt auch gleich außen rumfahren. Aber dafür haben wir genug frisches Kupfer mittlerweile. Was natürlich sehr, sehr schön ist zu sehen. Das ist sehr, sehr schön zu sehen. Wie geht's mit unserer... Ja, das scheint auch noch... Ah ja, hier war der limitierende Faktor, dass wir keine zweite Produktion für Kupfer hatten, ne? Bedeutet, wenn ich jetzt hier Kupfer... separieren anfangen, dann fangen wir doch gleich damit mal an. Brauche ich daneben noch einen Hochofen. Das war nicht das Ziel, jetzt habe ich das Spiel gehabt, bin mir geschlossen. Oh, voilà. Kupfer, Schrott und Kohle. Dann müssen wir dich hier wieder abtragen anfangen. Und hier ein U-Ausgleich hin tun. Ich gehe mal aus dem Planungsmodus hier wieder raus. Das geht mir gerade schön tierisch auf die Nerven. Kann ich das nicht einfach rüber kopieren zum Beispiel? Beziehungsweise sollte ich hier ein U-Förderband 2 hinsetzen? Die das fertig schrauben lassen. Hier vorne eine weitere von den Schmelzen wenigstens anbringen. Weil die bleibt ja immerhin dieselbe. Also bei der Schmelze verändert sich ja nichts. Sagen wir, machen hier nur das eine. Und jetzt geben wir hier an, Kupferschrott wird nicht mehr genommen, der Kupferschrott wird nur noch hier genommen. Und dann müsste ab sofort genau alles nach hier laufen. Super. Jetzt müssen wir nur warten, bis er seinen ganzen Kupferschrott ausgearbeitet hat.
Ich glaube, sonst hat er eh nichts mehr. Hier befindet sich nur noch geschmolzenes Eisen. Das deaktivieren wir auch. Das schmeißen wir hier auch raus. Genauso wie wir es hier machen. Und dann müssen wir dich abreißen und dich abreißen. Genauso wie euch beide hier. Dann müssen wir nicht hier nur ein flaches Förderband hinsetzen einmal. Schnell liefern. Und ja, den Teil hier muss halt ich auch abreißen, ne? Das brauche ich dann nochmal extra. Kupfer, genau. So. Dich hier so. Du arbeitest mit dem guten alten Wasser. Ah, eine Dampfanlage brauchen wir eventuell hier auch noch, ne? Die habe ich jetzt vergessen. Gut. Schnell liefern, dann hat sie das auch gleich erledigt. So. Dann sollte das jetzt auch anfangen zu arbeiten, komplett separiert vom Rest. Wenn ich jetzt hier sage, gib mal Gas. Und die auch beide, dann sollte die ganze Anlage ja ein bisschen mehr schaffen in der kurzen Zeit. Und wir sollten mehr Trash verarbeiten können. Hier werden wir auch noch einmal verbessern, genauso wie wir hier einmal verbessern. Jetzt bei allen Anlieferungsstätten, dass die Produktion so gut wie möglich hier läuft. Aber wie es hier zum Beispiel ausschaut, ist Eisen einfach ein Massenprodukt aktuell. Und wenn es so ausschaut, Eisen ist halt echt gefragt, ne? Obwohl, es ist auch relativ ausgeglichen, aber Eisen scheint nicht hinterher zu kommen, wirklich. Obwohl wir solche Massen verarbeiten. Wir verarbeiten ja nicht wenig Eisen aktuell. Wenn du dir anschaust, wie viel Eisen hier fließt, an Unterstützung ja nur. Also Vorteil ist ja, wir brauchen es ja eh. Also das Eisen ist ja nicht ungefragt unbedingt, ne? Ist ja vorteilhaft. Vor allem die Anlagen sind dadurch halt ein bisschen niederbelastet. Nennen wir es so. Wir hätten es natürlich auch trennen können und hier extra mit einspeisen, aber ich glaube, das wäre ein bisschen zu großer Aufwand gewesen in dem Fall. Ich glaube, bei dir ist das Gas geben unnötig in dem Fall. Wie schaut es hier unten aus? Ja, hier schaut es super aus. Lager sind voll. Dann passt das auch wieder super, super. Aber Leute, ich würde sagen... Warte, da ist schon wieder einer, der sich wahrscheinlich nicht auskennt, wohin soll. Ist immer lustig, wenn einer sich nur aufhängt, ne? Ja, das ist der zweite, der sich gerade aufhängt, weil er zu blöd ist. Stück für Stück werden wir jetzt hier rüber den Weg zur Kohle machen, während wir uns hier durch den Berg anfangen werden durchzufressen. Die Kollegen der Holzabteilung haben ihre Arbeit schon sehr, sehr gut geleistet, so wie es ausschaut. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.